Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Ich bin Schatz oder Nummer 5 und der Typ ist manchmal Tony der Tiger. Nein, I'm done. I'm fucking done. Ich will nicht mehr. Die Story ist scheiße. Ich will ja weg. Ganz ehrlich? Also jetzt so mit diesem ganzen Verdächtigungskomplott und so. Also der Mainplot ist mittlerweile nicht so schlimm. Meines Erachtens, aber man kann mir ja noch das Gegenteil beweisen. Was auch passieren wird. Also bislang sag ich Plot okay. So dass wir jetzt auf einmal hier verdächtigt werden, etc. I accept it. Sehe ich bislang ein. Kapitelende. Die Alte hat eine ganze Stadt draufgehen lassen, nur wegen ihrer verdammten Schwester. Ja, okay, gut. Was den Mainplot angeht, ist jetzt was anderes. Der Mainplot hat jetzt noch bei mir einen neutralen Stand. Er ist nicht überragend super, aber er ist auch nicht unbedingt scheiße. Character Development mäßig geht die Frau hier mir ein bisschen auf die Eier. Ja. Also, ja, und jetzt geht sie hier super Rache-Modus, also... Es kommt ja echt nicht einmal in den Sinn. Ups, ich habe eine Stadt auf dem Gewissen. Davon mal abgesehen, also... Ja. Oh. Ja. Ach, guck mal, Erfahrung. Ach stimmt, hier in einer von den Dingern liegt ja dein nächste Knarrer. Ein Doppelwopper. Eine Schlange! Ich glaube, sie ist unter das Grab geglitscht bei mir. Ich habe sie gerade abgeknallt und sie ist verschwunden. Bei mir ist sie, glaube ich, unter die Truhe, unter das Ding geglitscht. Nee, sie hat sich hinter sich katapultiert. Katapultiert? Mhm. Hui! Oder was? Warte mal, das... Also in einem von den Särgen liegt die nächste Wumme. Behalten wir die. Ich glaube sogar in dem hier. Ach, du kannst sie auch aufmachen. Hm? Ich soll die X drücken. Na da, ja. Eine Klapperschlange? Ja, und wenn du mit dem Ding den Zuschlagen machst, hast du ein Messer vorne dran. Macht extra Damage. Wo ist denn das? Ist da. Ne, ist die Schrotflinte, ist Scharfschütze. Ach, das ist die Klapperschlange. Ist ein Maschinengewehr mit Bajonett. Nice. Hm? Vor allem mach mal einen Zuschlagen. Ja, ich weiß. Er benutzt das auch wirklich so. Das kann auch nützlich werden. Hat ordentlich Damage. Und guck mal, Castlevania. Who does their decorating, I wonder? Ach, so eine ist das, okay. Na, ich geh mal vor, geh mir mal aus dem Weg. Okay. Dam da dam da 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 da. Wie ging das nochmal? Nee. linke untere Schultertaste nach hinten ziehen. Und dann. Nee, lass sie ruhig mal herkommen, die Messer machen sie. Ah, okay, jetzt kann ich rutschen. Wir dürfen ruhig näher kommen. Das spratzt so schön. Okay. Guck mal. Hey! Wie cool! Okay, der ist ein bisschen sturer. Der wollte nicht so ganz. Ich kann die Munition nicht aufheben. Kann ich die Munition nicht aufnehmen? Bist du voll? Moment, man kann hier voll sein? Ich hab keine Ahnung. Tatsache, man kann hier voll sein. Ich hab zwei rote Kräuter. Moment mal kurz. Alter. Ich wusste ja nicht mal, dass man hier voll sein kann in dem Spiel. Ich hab meistens alles verballert. Ich kam nie zu dem Punkt. Oder ist so ein... Ups! Du wurdest geköpft, oder? Ja, weil ich das Ding getreten habe. Ich wollte die Erfahrung haben. Ich wollte da hinrutschen. Der Fleischmann. Ich wollte die Erfahrung haben. Meine Fresse.
Wieso kann man hier auf einmal... Warum kann man jetzt auf einmal voll sein? Lola. Man braucht ja auch nicht Stunden, um hier, ja, mal voranzukommen. Could have said a prayer or two while we were still up in the cathedral. Why isn't the dead that ever stay dead? Warum die bleiben die Toten hier einfach tot? Ja, das ist eine gute Frage, Leon. Das ist der Sinn des Spiels. Okay. Stimmt, ja, das Rutschen gab's ja auch noch. Geht doch. Ich bin echt voll. So, warte mal, wir gingen nochmal rutschen. Sprinten so, und dann ja. LT, genau. Das ist eigentlich voll cool. Hm. Bringt eher selten was, aber ja. Aber man ist der Master des Graue, der Master des Rutschens. Warte mal, bei Jens irgendwo. Also irgendwas muss hier gemacht werden. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob es hier eine Medaille gab. Oh ich Gott. Keine, also. Vielleicht. Ach ja. Hä? Da ist ja eine kaputte Leiter. Was macht man denn an kaputten Leitern? Ach so, du willst, dass ich dich hochschmeiße. Okay, grab your destiny. Ein Dunst, was ich da jetzt machen muss. Ach, ich soll kriechen, okay. Ach so, jetzt in Kapitel 3 kriegen wir mal die Kriechmechanik erklärt. Hm, schön. Die haben Dynamit? Ja, manche haben Dynamit an sich. Warum? Woher? Frag mich nicht. Ich weiß nicht mal, warum hier spanische Conquistadores auf uns losgehen. Ich meine, im vierten könnte es ja verstehen, dass die da, ja, you know. Ne, also, dass die Dynamit benutzen konnten, macht Sinn. Geh mal da weg. Moment. Okay, hier ist nichts. Und? Ich hab dir nur mal gezeigt, weil jetzt werden wir zugespannt wie blöde. Okay. Wir müssen sie allerdings erstmal triggern. Ich bleib mal ein bisschen schon mal hier. Kriegst die Tür nicht auf. Du musst deinen Ring benutzen. Kith and Kin. Kiffen? Simmons Family Tree? I didn't bring any evidence, did you? Nope, not related. Do you think they left any lying around? Wait a minute. The ring Ada gave me. A ring? When did she give you a ring? Oh, so nebenbei. Sie wollte ihn heiraten. Wie praktisch. Ja, die Simmons Familiengruft. Dauert nur eine halbe Stunde, bis das Ding sich dreht. Ja, und deswegen dürfen wir jetzt hier kurbeln wie blöd. Siehst du warum? Ja. Achso, ich mach mal Feu-Feu. Mach mal Feu. Guck mal, Feu-Feu, der Banker. Muss aber mal gucken, von dem Vorsprung dürften auch noch welche kommen. Ja, ich guck grad. Ich hab eine bessere Idee. Wenn sie kommen, jag ich sie hoch. Das ist gar nicht eintönig, den Knopf zu drehen. Kommst du klar? Ich komm mehr als noch klar, du. Ich höre da irgendwas hinter uns. Nein! Nein, nein. Alles cool, du brauchst dir keine Sorgen machen. Na dann. Dein Kopf ist schlecht. Und deine auch. Und wie geht's der Tür? Die Tür, ich glaube, sie dreht noch. Ja, die dreht noch ein bisschen. Hör mal kurz auf zu drehen, bitte. Ich möchte mal das Zeug abgreifen, was die haben. Ich muss dem Drang widerstehen. Soll ich drehen? Nein, nein, nein. Ich stehe mitten im Weg gerade. Ach du Kacke, die haben Rüstung. Ah, hinter dir. Ah, ich brenne. Oh Gott. Warte. Weil ich möchte das haben, was die da haben. What the fuck? Du hast nicht mal mehr einen Schädel. Boah, hör auf mit dem an die Wand lehnen, Kack. Das braucht kein Mensch.
doch! Ah, cool, Tür ist auf. Okay, dann sorgen wir erstmal das, was wir dann noch haben. Ja. Sag mal! Und das nervt mich so an dem Spiel, wenn du da in diesen geskripteten Bewegungen drin hockst. Ja, wenn du gestaggert bist halt. Eben. Dass sie dir dann noch unentwegt Damage reinprügeln dürfen, das ist einfach nur unfair. Paff! So, das gab auf jeden Fall gut Munition, hat mich aber auch einiges an Energie gekostet später. Brauchst du ein Spray? Nö, ich hab noch zwei. Na, warte mal. Sicher. Ich hätte noch zwei gehabt. Ja, heb du die mal auf. Alter, die... Moment mal. Ich muss das Ding benutzen, ja. Ist ja gut, Ben und da. Looks like we gotta get our feet wet. Yay, nasse Füße. It's not the water. Are you kidding me? What the hell was that? What the fuck? Guck mal, wer uns besuchen kommt. Fischi! Hier, oh Gott, Fischi ist sowas von 2001. Fischi. Nö, den kannst du nicht abknallen. Auch nicht der Lago-Style. Nein, heb dir die Munition auf. Den kannst du jetzt noch gar nicht töten. Schade. Ja, warte mal, hier gab's doch noch Zeug, oder? Bist du schon vorausgerannt? Oh, nun, ja. Achso, nur ein bisschen. Das ist doch hier ein Sarg, den man eigentlich auch machen kann, oder? Oder auch nicht? Gut. Ah, hier ist einer. Ich sag mal. Ja, sag mal. Du sag mal! Ach, guck mal, da ist das Ding. Ach, gucke! Klick, klick. Das. Die Kobra ist eigentlich gar nicht mal so übel. Oder die Klapperschlange. Die Klapperschlange. Ja, die hat halt, Klapperschlange. Die verzieht halt sehr schnell. Also die musst du wirklich intervallmäßig benutzen. No, ich habe ja die ganzen Skillungen drin mit ruhiger Hand etc. Ja, da ist das nicht so übel. Wirf mich. Grab your destiny. Elena, take the high road. Yeah, ich darf wieder kriechen. Lass mich raten, ich kriege in der Zeit Besuch. Oder auch nicht. Alle lieben sie dich. Everybody loves Leon. Ach Mensch, ich hab einen Freund gefunden. Good work. Nice. Die ist langweilig, oder? Ja, oh, jetzt wurde ich von jemandem angegriffen. Das ist so ein Krampf, in dem engen Tunnel zu kämpfen, während die Kamera da auch noch mitfuchtelt. Ja, super. Jetzt habe ich hier Gegner vor mir, die irgendwo im Wasser sind. Ach komm schon, Frau. Jetzt beweg dich. Good work. Thanks. Ach, warte mal hier. I'm glad you're here. Irgendwie klingt das sarkastisch. Oh! Hä? Helena! Oh! Fischi! Welche Ironie! Der Zombie hat dich und der Zombiefisch hat den Zombie, der dich hat! Denn hier ist Nahrungskette. Leon! Ich bin ja da. Leon, hilf! Okay? Soll ich das Ding hier benutzen oder? Ich kann gerade weggucken und noch sonst irgendwas machen. Lässt du mich jetzt los? Hä? Hey. Wo bist du? Igitt! Du bist doch leider an dem Punkt, wo ich dir nicht helfen kann. Na, ich probiere mal am Leben zu bleiben. Oh, ich habe überlebt. Klapperschlange sei Dank. Super. Siehste, ich kann das. Okay, Leon, go.
aber du stinkst. Ich weiß. Ich liebe dich. Ja, vielleicht könnte ich das. Ich weiß es nicht. Hier ist ein... Oh, ja, okay, gut. Ignoriere, was ich gesagt habe. Stinken, du duftest. Nach Osten. Can you get through now? Kannst dich bewegen? Yeah, I'm good. Yay. Ja, aber ich muss sliden. Na ja, tu du das. Und rutschen und kraulen und all sowas. Ja, Schatz. Bin ich? Ich bin durch, okay. No way we're getting to that. There's a way to stop it. Ich plünder mal ein paar Gräber. Tu das. Hier, ich hab eine Schlange gefunden. Die ich an mir vorbei ist. Kann ich da jetzt durch? Ich hab Angst. Hi. Also du kannst durch. Okay, bin durch. Guess what? There's no crank here. I'm gonna look for it. Super, keine Kurbel. There's no guarantee it's even in here. True. Well, what the hell else are we gonna do? Alter, die ist echt stark. Hm? So, wo soll... Echt Bums. Wo soll die sein? Oh, ich glaube, das ist ein Part, den ich übernehmen muss. Aber warte mal. Bei mir stirbt andauernd irgendwie Holz. Oh! Zurück komme ich auf jeden Fall nicht mehr. Ich schütze dich, Fleischi. Tut sich langsam mal was bei dir? Bei mir passiert hier gerade gar nichts. Hä? Die Tür hier geht nicht auf. Bewegt sich bei mir was? Guck mal. Moment mal. Ich sehe jetzt hier nichts. Warte mal. Auf jeden Fall hat es irgendwas getötet. Wo? Da muss ich erst da lang, warte mal. Hallöchen, okay. Wie soll ich denn da hin? Ah, das ist das Schlimme mit Helena. Wow! Ja. Pass auf! Moment, warte mal. Ach, die Scheißkurbel bewegt die Speerfallen. Ah! So war der Scheiß gedacht, okay. Ja, die Kurbel bewegt die Speerfallen, aber die sollten ja möglichst ausbleiben, sonst gehe ich hier drauf. Na gut, ich kann dafür sorgen, dass... Ah! Boah, Schmerz, Schmerz. Hype, hype. Schmerz. Hört auf zu spucken! Ich kann die nicht treffen! So. Brennt, ihr Ärsche. Ich hab's! Okay, warte. Nee, da. Ihr Ärsche. Oh. Ja, oh ja, stagger mich länger, bitte. Ja, nochmal nachladen. Hurra. Da ist so ein Arsch. Ich kann den nicht töten! LOL! Ich krieg den aber auch nicht ins Visier. So, ich glaube, ich hab ihn. Scheiße. Ich hab die Kurbel. Und jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Oh mein Gott, ich muss hier nur noch raus. Ich hab die schlechteste Waffe dafür. Wupp, 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 wupp. So. So, du musst ja jetzt dann da kurbeln. Ja. Ich hab die Kurbel. Gut, dann kurbel ich nämlich mal die Speerfalle, damit ich nichts von Haufen rennt. Ja, da kommst du nämlich angerannt wie die Blöden. Ah, da liegt jetzt zur Erfahrung, aber ja gut. So, deine Tür ist offen. Oh, oh, oh. Ah. Du hast auf einen TNT-Zombie geballert. Da war doch kein TNT!
Der hatte TNT. Da war kein TNT! Er hat eine TNT-Weste getragen. Hat er nicht. Doch. Ja, super. Aus meiner Sicht hatte der keine TNT-Weste. Naja, egal, ich lebe. Hä? Gerade so. Wie hast du das gemacht? Wenn du in der Zeit, wo du aufladen musst, nicht zu Tode gesteckert wirst von den Viechern, kommst du auf dem letzten Furz weg. Echt jetzt? Ja. Ja gut, warte, dann nutze ich gleich einen Erste-Hilfe-Spray, sobald wir... Oh oh. Hinter dir. Oh, schön. Ernsthaft? Dann hast du keine Chance? Nein. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Ja. Warum stirbst du nicht gleich? Weil es scheiße programmiert wurde. Sorry, warum stirbst du nicht direkt? Im Alten machst du auch, wenn diese Zeit abgelaufen ist, bumm, tot. Das hätte ich jetzt gerade eben. Ich muss die Kurbel nochmal finden, ernsthaft. Oh, der Trigger ist ja scheiße gesetzt. Oh, come the fuck on! Das heißt, ich darf die ganzen jetzt hier nochmal besiegen. Bitte, sie echt scheiße gesetzt. Bitte, ich darf erstmal warten, bis die hier überhaupt mal spawnen, die Herren. Oh Gott. Oh, komm doch. Da freut man sich doch, dass sie sich so ein beschissenes, halbdurchdachtes Koop-System ausgedacht haben. Ja, das macht doch keinen Sinn. Warum kannst du denn auf einmal normal leben, wenn du vorher... Boah, die Kobras kacke. Da habe ich ja mehr Freude mit der normalen Pistole. So. Den haben wir. Ach, haltet mal die Schnauze. So, fuck you. Gut. Witzigerweise, ich muss jetzt komplett nochmal durch, um den Dings zu holen. So. So, das Problem schon mal entsorgt. Roll doch, Mann, roll doch. Okay. So. Krobel drin. Ja, den TNT-Futze habe ich auch gleich abgenietet. Jo. Ohne Scheiß, bei mir hatte der kein TNT. Deswegen habe ich drauf geschossen. Das ist auch verdammt schwer aus der Ferne zu erkennen. Und ich habe drauf gesnipert, also nur mal so. Oh, da liegt so viel Erfahrung. Oh, warte, das Ding hat aufgehört. Ja, weil die Kurbel von mir bedient wird. Damit habe ich die Viecher gekillt, die auf dich losgingen. Ach so, ich dachte, das muss man damit so ein- und ausschalten. Nee, das habe ich dir aber auch schon erklärt. Ach ja, stimmt, ja. Genau der war das eben gerade, nämlich auch der Arsch. So, erstmal schön den Schädel gespaltet. So, den Fernzünder, da möchte ich gar nicht. Ich mag die Dinger eh nicht. Welcome back. Die Dinger haben bisher nur einmal wirklich Sinn gemacht im Spiel. Vergiss es. Hä? Wegen der Erfahrung robb ich da jetzt nicht eine Stunde rum. Ich meine, die Brandgranaten sind eine Sache, aber... Gut. Erfahrung? Aber das nächste Mal geht's weiter mal. Let's try Resident Evil 6 auf... Nee. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bah. Meh.